WW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Stuttgart 21-Gegner haben bei ihrem Versuch, das Bahnprojekt zu kippen, wohl mehr Zeit als angenommen. Sollte die Bahn Ende Juli die Verträge für ihre Tunnelbauten vergeben, werde laut Financial Times Deutschland bis Mitte 2012 nur ein kleiner Teil der Gesamtsumme von 750 Millionen Euro fällig. Zuvor habe die Bahn den Eindruck erweckt, so die Zeitung, S21 sei nach der Tunnelbauvergabe unumkehrbar. Unterdessen haben die Ingenieure 22, ehemals Ingenieure gegen Stuttgart 21, heute in Stuttgart die Bahn nochmals scharf für ihren Umgang mit dem Stresstest kritisiert. Die Vorstellung der Stresstestergebnisse haben sie erst einmal verschoben. Schlichter Heiner Geißler, die Sprecher der Deutschen Bahn und auch die Projektgegner, das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Der Stress um den Stresstest will kein Ende nehmen. Auch heute attackierten die Projektgegner die Bahn scharf. Ingenieure 22, ehemals Ingenieure gegen Stuttgart 21, kritisieren die mangelnde Transparenz der Bahn beim Stresstest. Selbst die Rolle des unabhängigen Gutachters SMA stellen sie in Frage. Hat SMA den Auftrag, die Prämissen zu prüfen? Oder prüft SMA nur, ob richtig addiert und subtrahiert wurde? Das heißt, die Simulation durchgezogen wurde. Aber Computer sind geduldig und es hängt von den Eingangsgrößen ab. Und wenn die nicht offengelegt sind, ist auch das Ergebnis nicht nachvollziehbar. Sollte die Bahn den Stresstest bestehen, wie sie behauptet, dann würde das die bisherigen Leistungsgrenzen im Bahnverkehr sprengen. Einen vergleichbaren Durchgangsbahnhof gäbe es in der Bundesrepublik nicht. 49 Züge pro Stunde, das entsprechen stündlich 6 Zügen pro Gleis. 2 Züge mehr als andere völlig ausgelastete Großbahnhöfe wie Hamburg oder Köln. Das ist also wie eine Mondlandung, die wir uns jetzt vornehmen. Ein Quantensprung in der Bahntechnik, das ist ein Beispiel absoluten Realitätsverlusts. Im künftigen Tiefbahnhof leidet darunter vor allem die Betriebsqualität. Der Stresstest gebe im Fahrplan der Bahn von viel zu kurzen Haltezeiten aus, teilweise gerade mal 1 Minute und 6 Sekunden. Dadurch werde Stuttgart 21 extrem anfällig für Verzögerungen. Wenn wir uns das vorstellen im Tiefbahnhof, ein Personenunfall dort, eine Sperrung von mindestens 2, wenn nicht 3 Gleisen, dann mag man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet für den gesamten südwestdeutschen Bahnverkehr. Außerdem richte sich der künftige S-Bahn-ähnliche Bahnhof nur nach dem Betrieb, nicht nach dem Bahnkunden, der möglicherweise auf Anschlüsse angewiesen ist. Dieser müsse sich beim Verpassen eines Anschlusszugs auf lange Wartezeiten einrichten. Der Landesrechnungshof hat die grün-rote Landesregierung zu mehr Sparmaßnahmen aufgefordert. In Stuttgart ermahnte Vizepräsident Günter Kunz grün-rot dazu, die Steuermehreinnahmen von rund 1 Milliarde Euro vor allem zum Schuldenabbau zu nutzen, um den ausgeglichenen Landeshaushalt für das Jahr 2012 zu erreichen. Damit könne das Land bereits im kommenden Jahr ohne neue Kredite auskommen und nicht erst bis 2020, wie es Grüne und SPD planen. In der Gemeinde Hülben hat das Projekt Überflieger mit Bodenhaftung seinen Abschluss gefunden. Jugendliche hatten 3 Jahre lang an einem Ultraleichtflugzeug gebaut. Gestern kam Landessozialministerin Katrin Alt-Peter nach Hülben, um den jetzt fertigen Flieger zu taufen. Danach brachten die Jugendlichen ihr Flugzeug ins Freie, wo es bald zu seinem ersten Flug abheben konnte. Ziel des Projekts war es, die jungen Projektteilnehmer in das Hülbener Gemeinwesen zu integrieren und ihnen Zukunftsperspektiven zu geben. Daimler-Vorstand Christine Hohmann-Denhardt ist für die Frauenquote. Dem Spiegel sagte sie, man müsse Konsequenzen aus dem niedrigen Frauenanteil in Vorständen der DAX-Konzerne ziehen. Derzeit sind unter den 180 Vorständen lediglich 5 Frauen. Daimler-Chef Dieter Zetsche lehnt die Quote weiter ab, will den Frauenanteil im Unternehmen aber bis 2020 um 20% erhöhen. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. BW1, das Ereignis- und Informationsprogramm für Baden-Württemberg. Mit BW1 sind Sie am Puls des Landes. Hier sehen Sie die Debatten des Landtages in voller Länge. Ereignisse aus Bundesland und Landeshauptstadt, historische Momente und aktuelle Diskussionen. Der Abend bei BW1. Erleben Sie die Argumente der Akteure.